Hola, señoras y señoritas. Herzlich willkommen bei Langtuning. Ich bin Jan Schäffer. Wir sind hier wieder mal in der Hauptfiliale in Lengenfeld. Klingt hochtrabender, als es ist, aber tatsächlich haben wir zwei Filialen. Uninteressant, das Thema beiseite. Ich gehe heute mal durch die Werkstatt und ich habe schon was Interessantes gesehen, was ich euch heute zeigen kann. Auf der Innenseite fangen wir mal damit an. Es wird bald wieder bei uns Edelstahl-Auspuffanlagen geben. Ich find's voll geil. Es gibt zwei verschiedene Optikansätze und ihr könnt ja mal drunter schreiben, welches ihr besser findet. Es gibt einmal das hier mit den Anlauffarben. Und dann gibt es nochmal das hier. Das sieht dann so aus, das ist dann poliert. Hier ist ein kleiner Fehler drin, da wird dann später nicht mehr passieren. Wir sind gerade noch im Musterbau. So, und jetzt ist die Frage, was sieht geiler aus? Ich will gar nicht vorwegnehmen, was ich geiler finde. Ist auch egal. Wir gehen jetzt mal in die Werkstatt. Und zwar soll das Thema heute sein, ihr habt es bestimmt schon mal gelesen oder der eine oder andere hat sich gefragt, was ist Zylinder-Tempern? Wir nennen es mal Tempern oder eine Wärmebehandlung. Ja, da will ich nicht vorweggreifen. Wir gehen jetzt in die Werkstatt, gehen zum Daniel und der zeigt uns jetzt, wie er das macht. Hier werden tolle Produktfotos gemacht. Das macht er aber schön, wa? Ja, ja. Also wenn ihr Produktbilder seht, die sind hier in dieser heißen Werkstatt entstanden. Was ist denn eigentlich mit unserer Drehmaschine passiert? Das habe ich vorhin schon gesehen. Was ist denn das? Das ist bestimmt, das hat bestimmt die BG genauso vorgeschrieben, oder? Warte, ich mache hier mal noch eine Schleife, jetzt ist gut. Was ist denn damit? Ach so. Der Servicetechniker war da und hat angefangen zu bauen. Ach so, hier unten ist auseinandergebaut. Okay, also braucht er doch das ein oder andere Teil quasi. Hat unseren Kasten mitgenommen. Das ist nämlich, ich hatte es letztens schon mal in einem Video gesagt, eine der geilsten Drehmaschinen überhaupt. Jetzt hat sie leider einen leichten Schaden, keine Ahnung, was passiert ist. Und der Servicetechniker hat Ersatzteile mitgenommen und kommt hoffentlich wieder, dass sie bald wieder geht. Sieht super aus, hat er schön gemacht. War er selber da, der Herr Handrick? Älterer Herr, grauer Bart, ganz freundlich. Ich habe ihn nämlich gesehen. Okay, schade. Ein toller Typ. Herr Handrick, wenn du das Video siehst, arbeitet in Bergeshübel und hat früher zu DDR-Zeiten diese Maschinen mitentwickelt und gebaut. Total geil. Richtig cooler Typ. Der kann so richtig geiles Zeug bauen und der kann, weiß alles über diese Drehmaschinen. Absolut toll. Ja, danke, dass du nochmal bei uns vorbeikommst und das baust. So, jetzt gehen wir mal zum Daniel rein. Da fütterlt sich schon hier ein ab. Daniel, du bist ja heute unser Interviewpartner. Hallo, grüße. Deswegen bekommst du erstmal von mir jetzt ein Mikro. Das ist cool. Das ist schön, oder? Ja. Damit man deine Stimme auch glasklar hört. Damit ihr die Stimme von Daniel auch glasklar hört, gibt es jetzt ein schönes Mikro. So, ab wieder in die Hosentasche. Warte. Jetzt habt ihr auch guten Ton vom Daniel, weil das nämlich immer ganz wichtig ist, dass man uns auch hört. Genau. Das habe ich auch schon öfters gehört, dass Leute gesagt haben, ah, was ist denn mit dem Ton? Da könnte besser sein, gebt bei jedem Mikrofon. Ja. Das ist gar nicht so einfach. So, Daniel. Ich habe jetzt schon mal angeteasert, was wir jetzt zeigen wollen und was wir machen wollen. Was machst du denn jetzt gerade für einen Zylinder? Also jetzt aktuell machen wir einen 85er Membran. Mhm. Ja. Da ist jetzt soweit, was ist... Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Was Fräsen angeht, ist es soweit durch. Da wird jetzt noch poliert. Und dann machen wir hier eine Lampe. Wo geht denn die an? Hier. Achso, die ist schon an. Die ist an. Das ist ja verrückt. Geil, das sieht mal wieder fantastisch aus. Ich freue mich immer hier total, wenn ich um die Ecke komme und der Daniel hat einen Zylinder gefräst. Weil er macht das nämlich sehr schön und ich kann es nicht besser. Das muss ich jetzt mal ganz offiziell sagen, das sieht einfach immer gut aus. Und wir haben mittlerweile einige Leute, die hier fräsen, die einfach total geile Zylinder bauen. Früher habe ich mir mal eingebildet, ich bin der Einzige, der das so geil kann. Hm. Mittlerweile sieht man einfach, ihr bringt es auch. Also richtig geil. Ja, wie gesagt, jetzt tun wir den noch fertig polieren. Hm. Als nächstes wird er dann erstmal getempert. Mhm. Und genau das Thema, darum geht's. Genau. Ja, der wird in die Presse eingespannt, dann tun wir den erhitzen, damit die Buchse sich wieder setzt, ne, falls sie sich noch nicht richtig gesetzt hat. Was heißt wieder setzt? Ja, die Buchse im Prinzip durch die Wärme kann noch nach unten rutschen. Woran liegt denn das eigentlich? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Das kann ich jetzt ja gar nicht so sagen. Das musst du weißt du, hast du schon mal so eine Buchse hier rausgesägt? Ha, weißt das habe ich schon mal, ja. Da hast du dann oben da? So nee, da haben keine da, ne? Nee, da haben wir noch so ein... Naja, ich versuche es mal zu erklären. Im Prinzip ist es so, die Buchse, die hier eingesetzt ist, es gibt zwei Möglichkeiten, eine Buchse in den Zylinder einzusetzen. Also zwei, es gibt bestimmt noch viel mehr. Mhm. Aber die zwei Möglichkeiten, die so standardmäßig sind, ist einmal, dass man die Buchse vergießt. Genau. Das heißt also, die Buchse, die steht in der Form drin, wird mit Aluminium umgossen. Da kommt quasi diese Kokülle außenrum, die Buchse steht schon. Mhm. Und so ist das hier gebaut und dann wird diese Buchse umgossen. Und damit die Buchse aber nicht rutscht, reicht es dort nicht, dass er einfach zylindrisch ist und oben einen Bund hat. Ich muss es jetzt mal so in die Luft malen, sondern die Buchse hat rundherum wie so eine eingedrehte Riefe.
Das sieht aus wie so ein langes Gewinde, was in die Buchse eingedreht ist. Und das macht quasi nochmal eine Form, dass das Aluminium sich in einer relativ ungleichmäßigen Form wirklich anschmiegt und die Buchse festhält an dem Zylinder. Also dass die Buchse nicht mehr rausrutschen kann, weil das Aluminium wird ja um die Buchse gegossen und dann schrumpft es ja wieder ein bisschen. Also richtig. Gibt sie die Buchse wieder einen Hauch frei. Ja. Und bei einem Zylinder, wo die Buchse eingeschrumpft ist, ist es so, dass die Buchse, sage ich mal, so 7/800 größer ist. Jetzt bei dem Durchmesser ungefähr bis zu einem Zehntel ist die Buchse größer als das Loch im Aluminium. Da wird das Aluminium heiß gemacht, geht groß, Buchse geht rein, kannst auch mal machen. Dann geht die Buchse rein und das Aluminium hält dann immer die Buchse fest. Also quasi dadurch, dass sich das Aluminium weiter ausdehnt als das Buchsenmaterial, wird es wieder kälter, hält die Buchse fest und dann ist es für immer dort drin. Und hier haben wir das Problem, dass bei dem Ausgießen aus unserer Erfahrung, eben wenn der Zylinder das erste Mal warm war und richtig Druck von oben bekommen hat, dass die Buchse sich manchmal noch ein kleines bisschen setzt. 500stel, ein Zehntel kann auch passieren. Ja. Und bei den Zylindern, was eben teure Zylinder sind oder was eben 85er sind mit einer relativ dünnen Buchse, werden die bei uns, die werden zum Beispiel standardmäßig immer getempert. Das heißt, wie machen wir das? Ja, wir gehen dann an der Presse, tun den Zylinder dort einspannen unter Druck und dann machen wir das ganz normal warm mit dem Gasbrenner. Okay, also jetzt tempern wir den Zylinder? Ja. Ja, wie wird es gemacht? Ja, wie gesagt, wir spannen den jetzt in der Presse ein, geben Druck auf die Buchse. Ja, und dann erhitzen wir den Zylinder so circa auf 150 bis 180 Grad. Das sollte man halt auch nicht überschreiten, weil sich dann das Alugefüge ändert. Genau. Ja. Und wenn er dann wieder abgekühlt ist, dann setzen wir die Buchsen, die kleben wir ein mit JB Weld. Du meinst die Buchsen dort an den Stellen? An den Stellen, wo man durchgekommen ist. Weil das halt ein sehr aufwendiger Zylinder ist, machen wir dann wirklich einen ganz aufwendigen Prozess, weil wir hier beim Fräsen immer durch die Nebenauslässe und so weiter durchkommen, um den maximalen Querschnitt zu haben, weil wir halt die volle Leistung haben wollen. Genau, das wird dann... Wird eine Buchse eingesetzt, damit er dicht ist zum Stehbolzen. Genau, wird Buchse eingesetzt, dann wird er mit dem Braunkasten noch angeklebt und verschraubt. Und dann hinterher geht es zum Bohren, weil durch den Membrankasten, wenn man den festzieht, kann es passieren, damit sich das hier etwas verzieht und damit die Buchse alles wieder schön rund ist, wird sie gebohrt und dann hinterher geholt. Ja, also im Prinzip, ich halte es nochmal so in die Kamera, wenn man den Membrankasten hier drauf schraubt, hier sind dann zwei solche Gewindeeinsätze drin, hast du die hier? Genau, hier haben wir den Membrankasten. Wenn wir den jetzt hier heransetzen, haben wir immer das Problem, dass wir über die Fläche die Buchse hier verbiegen. Das heißt, hier an der Stelle biegt sich das ein Stück in die Richtung. Das ist vielleicht 500stel oder Zehntel, das ist jetzt nicht viel. Aber wenn wir das natürlich so ranschrauben und dann losfahren wollen, geht es nicht. Richtig. Deswegen wird der ganze Zylinder getempert, dann die Hülsen geklebt, dann der Membrankasten verschraubt. Habe ich überhaupt richtig rum? Ja, nee, doch nicht. So rum. So, dann wird der Membrankasten verklebt und dann wird zuletzt der Zylinder geschliffen, damit er dann perfekt ist. Genau. Und dann ist er wirklich ein richtiger Traum und dann haben die Dinger auch richtig Leistung. Richtig. Aus der Erfahrung raus ist das wirklich der große Unterschied gewesen, wie so ein Ding richtig Leben eingehaucht wird und wie er auch lange hält. Ne? Der Membraner war sonst problematisch, aber auf die Art und Weise haben wir es im Griff. Genau. Also, Tuner dieser Welt, wenn ihr es gesehen habt, ich hoffe, ich habe euch einen Gefallen getan damit, dass ihr wisst, wie ihr eure 85er Membraner zu halten bekommt. Genau. Habe ich gerne gemacht, bitte. Ja. Und jetzt... haben wir gerne gemacht. Ja. Seit neuestem machen wir jetzt auch noch die Schmierbohrungen mit rein. Hast du die schon drin? Nein, die machen wir dann noch rein. Okay. Ich mache es am liebsten nach dem Bohren. Okay. Weil da ist das Material ein bisschen rauer. Da kannst du schöner mit dem Bohrer ansetzen. Wir machen Schmierbohrungen rein an der Stelle, wo der Steg ist. Das erzähle ich auch noch mal kurz von dem Ding. Und zwar haben wir jetzt hier den Zylinder. Wir gehen mal zum Licht hier. Der Kameramann, komm mir doch bitte näher. Hast du noch einen Stift, Daniel? Ja, natürlich. So, jetzt haben wir hier einen Stift. So, und jetzt haben wir ja hier, Moment, müssen wir hier das Licht. Jetzt haben wir ja hier Stege von Nebenauslässen. Und das Problem ist, dass hier an der Stelle immer keine Schmierung rankommt, weil der Kolben fährt hier hoch und runter und kann immer hier nur drüber, aber an der Stelle kommt keine Schmierung. So ja, genau. Besser, ne? Genau, hier unten, wo der schwarze Punkt ist, setzen wir dann eine Bohrung. Und die Bohrung geht hier vom Überströmer aus. Das heißt, wir können von der Stelle, kommt immer Gas hier hinten ran und dieser Steg wird immer mit gekühlt und es kommt immer Schmierung richtig hinten ran. Und das hilft halt richtig, dem Zylinder nochmal mehr Haltbarkeit einzuhauen, weil dann dieser Steg mitgekühlt wird. Das hilft einfach nochmal, dass das Ding ein viel längeres Leben hat. Genau. Das machst du aber ganz am Ende, wenn es alles fertig ist. Ja, da setze ich die Bohrung. Ja. Ne, und dann, wird alles entgradet und dann wird ja eh nochmal geholt. Ja. Auf Maus und dann passt die ganze Sache. Wir können uns das auch mal drüben beim Roy, der hat die 24-Stunden-Zylinder da liegen. Da kommt das rein, können wir uns mal angucken, warum rein. Die Kalbe-Milde-Zylinder, die 950er. Genau, da ist die Bohrung drin.
Das ist auch so ein Ding, das ein neues Produkt von uns. Ne? Genau. Ist ein 24-Stunden-Zylinder. Warum nennt sich das 24-Stunden-Zylinder? Weil es fürs 24-Stunden-Rennen in kalte Milde gedacht ist. Das haben wir entwickelt, hat der Kevin wieder gemacht. Richtig. Der macht das immer sehr schön. Ich muss nochmal Danke sagen, Kevin. Danke. Der hat den Zylinder wieder entwickelt und hat einen ganzen Motor dazu entwickelt mit Auspuff, mit Zündungseinstellungen, Vergaserabstimmung und so weiter. Ist richtig cool geworden, da richtig schön viel Leistung bei wenig Drehzahl. Das wird richtig gut gehen und dort kommen die Bohrungen eben auch rein, dass wir einfach wissen, dass dort an der Stelle halt immer Schmierung ist. Genau. Ja, genau. Jetzt machen wir aber erstmal das Tempern. Ja, also walten Sie Ihres Amtes. Ich würde nur noch fertig polieren. Na, dann polieren wir doch noch. Ja, dabei können wir ja mal. Oder ihr mal rüber zu euch gehen, könnt ihr euch das mal angucken. Wir gucken uns das an, du polierst den fertig und dann treffen wir uns auf der Presse. Genau. Da müsst welche drüben liegen haben, glaube ich. Ach, der Maike, ja. Hast du ein Problem? Nö, ich guck mal. Regeneration von einem Lasermotor, 50er Riesen. Okay. Nee, sehe ich schon. Ja, guck ich mir halt genau erstmal an, was. Was alles kaputt zu tun ist. Welche im Vorfeld eingrenzen die Geschichte. Das hier unten? Ja, das ist ganz normal. Das sammelt sich hier unten immer. Dann tun wir einmal im Monat, kehren wir das weg. Mit der Schaufel. Das ist auch so, das ist vielleicht für euch auch so interessant. Bei uns in der Werkstatt ist es so, wenn wir die Motoren zerlegen, ist es auch immer schon so, dass wir wirklich beim Zerlegen gucken, was kaputt ist. Dann eine Liste schreiben. Dann kriegt ihr eine E-Mail, falls irgendwas Großes kaputt ist, dass es eben nicht sein kann, dass auf der Rechnung auf einmal 500 Euro extra draufstehen. Genau. Also immer Rücksprache. Weil es gibt auch Motoren, muss man ganz einfach mal sagen, das ist auch ein geiles Werkzeug. Ne? Dieser Bolzenklemmer, das ist sowas Cooles. Da kann man die Stehbolzen rausschrauben, ohne dass man oben eine Mutter drauf kommt. Dort. Kennt ihr das? Komm, dann zeige ich es noch einmal und dann halten wir es mal in die Kamera, wie es funktioniert. Da sind einfach 30 Klemmbacken drin und die klemmen quasi, wenn man dreht, sich einfach auf dem Stehbolzen fest. Ich finde das unwahrscheinlich toll. Ich habe das vor, weiß ich nicht, 10 Jahren das erste Mal gesehen, da habe ich gedacht, ich wäre nicht mehr. Und jetzt geht's nicht, doch. Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert absolut toll. Genau, es passiert manchmal, dass wir Motoren regenerieren und beim Regenerieren von den Motoren passiert es dann eben, dass alles kaputt ist. Also das ist auch schon passiert, ne? Dass man Gehäuse hat, wo das Gehäuse kaputt ist, das Getriebe kaputt ist, alles. Da kann man es eigentlich weglassen, da braucht man auch den Abgabenbetrag nicht geben. Und dann müssen wir halt den Kunden anrufen, müssen sagen, pass auf, geht nicht, sollen wir es jetzt in Karton zurückschicken, was halt leider passieren kann, oder sollen wir es trotzdem reparieren, aber dann wissen wir halt schon, was es kostet. Ja, aber eigentlich nichts ohne Absprache. Du hast das Wort eigentlich benutzt. Wir machen nur ohne Absprache, wenn es uns Geld bringt. Nein, es wird nichts ohne Absprache gemacht. Genau. Bei Kleinigkeiten, ich glaube bis 20 Euro, machen wir keine Rücksprache. Und alles, was dann größer ist, kriegt ihr einen Anruf oder eine E-Mail. Genau. So, jetzt gehen wir mal zum Roy. Der telefoniert gerade, dann müssen wir noch kurz warten. Hallo! Handwerkerin und stolz drauf. Hoi! Ich schon wieder. Guten Morgen! Wie machen wir das jetzt? Hab ich jetzt direkt für dich geschmissen? Du machst gerade die 50 Kubik Zylinder fürs 24-Stunden-Rennen? Nein. Nein? Hast du einen da? Ja, ich kenne dich. Warte mal, muss ich mal ganz kurz gucken. Es geht darum, dass wir mal die Bohrung sehen wollen. Für die Schmierung. Ja, komm einfach mit. Licht, das wäre Licht. Das ist Supermax, da ist es mehr. Nee, aber ich kann dir einen anderen zeigen. LD50 Supermax. Gut, das war's schon, ja. Mehr Geheimnisse werden nicht verraten. Ich zeig dir mal einen anderen, wo die in Probe. Na, irgendeins, wo das Loch drin ist. Der Daniel hat gesagt, du hättest was. Ja. Das ist vielleicht nicht gerade filmt, das geht nicht lang, also die eine Seite filmen. Na, wir filmen die Seite. So, jetzt halten wir mal gegen das Licht. Jetzt seht ihr hier die Bohrung. So, hier ist die Bohrung drin. Hier oben ist die Bohrung drin. Und die Bohrung geht halt hier von dem Überströmer. Und von hier geht im Prinzip die Bohrung los. Also hier geht die Bohrung los. Und hier innen drin endet sie dann. Und das hat einfach nur zur Folge, dass wir halt eine gute Schmierung haben. Richtig. Richtig. So sieht's aus. So, was machst du jetzt noch Schönes? 50 Steuerzeiten, 70 Steuerzeiten, Rasenmähen und Wochenende. Rasenmähen? Ja, heute ist soweit. Wir haben nämlich einen richtig geilen neuen Rasenmäher, einen Aufsitzmäher. Den wir nicht umschweißen. Wenn ich das Video jetzt finde. Stell es rein. Aber nur wenn du mir es erlaubst. Stell es rein. Schlechte Qualität, aber ich zeige euch mal, wie er mit dem Rasenmäher über die Wiese rollt. Kann passieren.
Hat versucht, eine Wurzel rauszurupfen, ist ein bisschen schief gegangen. Ich habe eine schlechte Aufnahme, aber ich spiele es euch jetzt mal ein. Alles klar. Hoi, ciao. Jo, gleichfalls. Mach nicht mehr so viel. Oh, der Toni im Nachbarraum, der ist auch fleißig. Mhm. So, wie weit bist du, Daniel? Ja, den Überströmer muss ich noch auslassen. Man kann ja trotzdem erstmal tempern. Ich kann das auch hinterher noch machen. Na dann, tun wir jetzt erstmal tempern. Ist. Genau, richtig. Na, wird dann später zu Ende poliert und jetzt tun wir erstmal tempern. Genau. Weil ich habe ja noch Termine. Genau. Ich auch. Immer Termine, Feierabend. Ja. Ja, das ist auch, das Feierabend ist immer ein sehr schöner Termin, oder? Herrlich. Aber bei Langtuning ist man doch gerne. Auf jeden Fall. So, jetzt ist jetzt hier unsere Presse. Oh. Na, da müssen wir uns erstmal. Also ich würde immer sagen, also. Nee, das machen wir nicht. Fink. Was? Alter Fink. Aber ich sag mal so, mit der Presse können wir notfalls den Zylinder auch ein bisschen tiefer legen, oder? Denkst du? Können wir machen. Richtig Schwung holen, probieren wir mal. Dann haben wir einen richtigen Sportzylinder. Genau, Kurzhub. Genau. Machen wir auf 40 Schub. Tiefer, das geht. Ich habe jetzt gerade noch, ganz geheimnisvolles Material zugespielt gekriegt. Unser neuesten Kalbe-Milde-Zylinder, also quasi 24 Stunden Rennen. Und so sieht das Ding aus. Ich filme es gerade mal ein bisschen. So, hier sind wieder die Schmierbohren drin. Überströmer. Einlass. Auslass. Und hier sieht man die Schmierbohren. Das ist der ganz neue Zylinder. Jetzt haben wir. Wie oft haben wir jetzt in Kalbe-Milde gewonnen? Ich glaube, einmal haben wir bis jetzt gewonnen in Kalbe-Milde. Und jetzt haben wir aber ganz viele solche Zylinderbestellungen, weil wir halt mal einen richtigen Motor gebaut haben. Und freuen uns auch da sehr drüber, dass die Leute das auch annehmen, weil es macht ganz viel Arbeit, um einen Motor zu entwickeln. Und wenn wir dann nur drei verkaufen, ist immer so ein bisschen, weil es halt manchmal, also ich sag mal, das kann bis zu einer Woche dauern, was wir da rumspielen mit Auspuffen und Sachen, bis wir halt wirklich ein Ergebnis haben. Aber es ist echt gut angenommen. So, jetzt geht's los. Jetzt hast du schon Druck drauf hier? Ja, so circa eine. Ja, ich meine bloß. Ne, das reicht schon. Das ja, reicht. Auf jeden Fall. Reicht, ja. So. Also ist keine Tonne jetzt, sind vielleicht 800 Kilo, 750. Reicht definitiv. Reicht definitiv. Den zu einfach unter Druck gesetzt mit dem Ring. Hier unten drin noch bist du auf dem Alu-Ding. Genau. Dann tun wir den schön gleichmäßig erwärmen. Hörst du hier manchmal das Ping? Ja. Ist oft so, ne? Man sitzt dann davor, macht's warm und dann macht's Ping. Ping. Und dann weiß man, dass die Buchse in den Zylinder nachgerutscht ist. Du machst es aber sorgfältig. Immer. Ist ja auch ein Schmuckstück, da muss es sonst. Das wird ein richtiges Schmuckstück. Jetzt fängt er schon langsam an zu dampfen. Jetzt, genau. Jetzt kommen wir schon langsam in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber jetzt fängt er schon so ganz leicht an zu dampfen. Warum machst du denn das Tempern eigentlich vorm Kleben? Ich verstehe es gar nicht. Okay. Aber ich denke, Kleben, Wärme, Tempern etc. Der Kleber würde sich durch die Hitze, genau, auf jeden Fall wieder was heißt auflösen, aber er würde überall ankugeln und anfangen zu verbrennen. Ja, beim Alu verteilt sich die Wärme aber sowieso relativ gut, oder? Ja, also, das auf jeden Fall. Aber. Also man könnte jetzt, ich meine, wir machen natürlich auch immer hier unten das Ding, den Fuß mit warm und alles, das macht man halt auch. Aber wenn man dann mehrere Zylinder tempert, na so, wir müssen sie sowieso abkühlen lassen. Richtig. Das Beste wäre jetzt eigentlich, wenn wir eine Presse in den Ofen stellen, ne? Das wäre das Beste. Ja, dann haben wir die ganze Dichtung von der Presse mit dem Ofen. Ja. Haben wir dann überall Plastikspritzer. Hat auch was, können wir gleich einen Dichtungsring mit einbauen. Ja. Auch was Cooles. Sehr gut. Oder natürlich, wir tun den Zylinder im Ofen, nehmen dann mit der Zange raus, stellen auf die Presse und drücken runter. Geht auch. Könnte man. Müssen dann aber abkühlen lassen, also können wir auch nicht mehrere Zylinder im Ofen machen, weil wir es immer unter Druck abkühlen lassen. Genau. Also von daher also ist das bei der Methode. Sinnvollste Methode. Ich denke auch. Ja. Guck mal, ich habe es so gut sauber gemacht, damit er fest gedampft. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Ich muss ja an meine Mitarbeiter denken, ich will die ja nicht so zuräuchern. Warte, mal kurz die Flamme weg. Ich probiere mal. Oh ja, es ist heiß genug. Heiß genug? Okay.
Der hat auch wirklich genug. Also ich würde denken, wir sind jetzt locker drüber. Ja, das reicht. Hat jetzt ganz leicht gedampft, jetzt sind wir noch ein ganzes Stück drüber gegangen. Reicht auf jeden Fall. Wir haben jetzt zu viel gequatscht, ich habe das Ping nicht gehört. Nee. Aber man hört normalerweise, wenn das hier unter der Presse ist, nach der Zeit, wie wir es jetzt warm gemacht haben. Ich habe ja auch ein bisschen geschnitten zwischendurch, dass ihr hier nicht 3 Minuten lang oder 5 Minuten lang euch das anhören müsst. Macht's dann, hört man so ein leichtes. Dann hört man, die Buchse ist nachgerutscht. Genau. So funktioniert es auf jeden Fall und so ist die Buchse jetzt gesetzt. Da rutscht nichts mehr nach. Und jetzt muss man die ganze Kiste abkühlen lassen, natürlich unter Druck. Und dann, wenn man abgekühlt ist, kommen die anderen Arbeitsschritte, die wir vor uns genannt haben. Genau. Genau. Und zwischendurch? Dann mache ich einen anderen Zylinder weiter. Kaffee trinken. In diesem Sinne, vielen Dank, Daniel, für deine Zeit. So, also ich hoffe, das war interessant für euch. Das war die Folge für heute. Im nächsten Video geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Sportfrei. Ciao.